Robert Koch aus Berlin. Ich bin Musikproduzent. Ist schwer zu beschreiben. Ich tue mich immer schwer, das so in Genrebegriffe einzuschränken. Aber es hat irgendwas mit Dub zu tun. Es ist elektronische Musik im weitesten Sinne. Es ist sehr, sehr viel mit Textur, würde ich sagen. Ich habe früher Schlagzeug gespielt in Bands. Ich habe als Death Metal Schlagzeuger angefangen mit 14. Das ist auch nach wie vor so mein Lieblingsinstrument, neben Bass. Bass ist halt auch geil. Spiele ich aber nur so rudimentär. Ich spiele oft so 3-4 Uhr morgens. Das ist gar nicht so meine liebste Zeit. Ich habe irgendwie gemerkt, ich bin ein totaler Morgenmensch. Ich dachte immer, ich wäre eine Nachteule. Das stimmt aber gar nicht. Ab und zu spiele ich auf Festivals, wo ich auch tagsüber spiele. Das finde ich ziemlich geil, weil es auch Licht gibt und nicht alles verraucht und dunkel ist. Schon ganz cool. Ich spiele komischerweise gern in Kalifornien. Komischerweise, weil ich gar nicht dachte, dass meine Musik da jetzt unbedingt so gefeiert wird, aber da gibt es eine ziemlich starke Fanbase und ich spiele auch relativ oft. Und es ist so, dass die Crowd einfach sehr, also hippie-mäßig ist, würde ich fast sagen. Ja, es gibt so diese Kalifornien-Hippies, die auch auf elektronische Musik stehen und die einfach super offen sind und einem dann so ein Stein schenken und so alles so leicht esoterisch angehaucht, aber ich habe da so eine schwache Stelle für, weil es ist irgendwie super herzlich und es ist irgendwie ernst gemeint. Also ich glaube das denen und ich kaufe das denen ab und es fühlt sich echt an und erdig. Das gefällt mir. Das geilste Hotelzimmer weiß ich nicht, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, was das schlimmste Hotelzimmer war. Das war in San Francisco in einem Hotel namens The Edwardian. Nicht hingehen. Es gab Bedbugs, ja, diese kleinen Käferchen, die einen dann so nachts auffressen. Und ich bin am nächsten Tag nach L.A. geflogen und mein gesamtes Gesicht sah aus wie so eine halbe Bienenwabe, so komplett angeschwollen. Das war auf jeden Fall eine unschöne Erinnerung. Wo würde ich den Crossfader zwischen Kunst und Unterhaltung einstellen? Also ich glaube, dass alles im Leben auf die richtige Balance ankommt. So. Und ich würde ihn nicht in die Mitte stellen, sondern eher, sagen wir mal, 60-40 zugunsten der Kunst. Aber Unterhaltung ist auch wichtig, weil es muss ja auch den anderen Spaß machen, nicht nur einem selber.